Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Geramont. Hi, ich bin Marty Fischer und heute zeige ich euch, wie man New Jack Swing macht. Das ist eine Musikrichtung, die ich schon mal in Martys 10 Minuten drin hatte. New Jack Swing ist toll. Aber was ist New Jack Swing und warum heißt der so? Kommt das von Michael Jackson? Nein, denn Michael Jackson hatte den New Jack Swing erst 1991 auf seinem Album Dangerous drauf. Und der New Jack Swing erblickte das Licht der Welt Mitte, Ende der 80er Jahre. Und tauchte da bei Michaels Schwester Janet auf dem Album Control auf. Oder bei Bobby Brown. Oder bei Guy, eine Gruppe, die Teddy Riley zum Beispiel mit dabei hatte. Und der Typ ist der Erfinder vom New Jack Swing. Teddy Riley ist der Name, der in allen Sachen vorkommt, wenn man sich anguckt, wer für diese ganzen tollen Songs verantwortlich ist. Es ist der Producer Teddy Riley, der nichts anderes gemacht hat, als alte Funk- und Soul-Legenden irgendwie so zusammen zu pürieren und daraus eben diesen krassen Style gemacht. Dieser neue Musikstil, so wie ihn Teddy Riley produziert hat, ist eingeschlagen wie eine Granate und hat die 90er praktisch dominiert. Also bei Michael Jackson, Janet Jackson, Bobby Brown, Guy, die Gruppe, wo Teddy Riley dazugehört hat, all das war so unglaublich erfolgreich. Und dann später viel, viel verpoppter bei den Backstreet Boys. Und so wie die 90er geendet haben, endete auch die Ära des New Jack Swing. Weg war er. Bis 2018, als ihn Bruno Mars zurückbrachte. Und warum jetzt Geramont und New Jack Swing? Das passt doch gar nicht zusammen. Oder doch? Die Firma Geramont hat mich auserkoren, mal auszuprobieren, ob das alte in ein zeitgenössisches Bruno Mars-mäßiges Kleid passt. Na klar passt das! Wenn man nämlich den Swing aus und den New Jack Swing aus Trippin' in Venice, dann bekommt man's. Und jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Hit me with the drum machine. So, der Groove setzt sich wie folgt zusammen. Ich habe als allererstes so was eingebeatboxt, was so eine Kickdrum, die war aber dann ein Outtake. Ich habe es aber trotzdem gelassen, weil es das war ganz cool irgendwie. Ganz rough, auch mit diesem Einatmer. Und dann habe ich Schnipser da drüber. Weil sie so schön, eben so Teddy Riley mäßig. Und dann kommen hier so ein bisschen Geschrei rein. So schön Lo-Fi-mäßig auch. Dazu bisschen Clickies. Und dann habe ich so merkwürdig geatmet und so. Genau. Und da oben kommen jetzt die Drums. Also genau gegen diese Kickdrum, die ich eh schon gemacht habe. So sehr, sehr swingig. Also der Swing-Amount ist sehr hoch. Hi-Hat 1. Achso, genau. Das macht dann... Und es groovt schon wie die Pest. Dann eine andere Hi-Hat. Die ein bisschen dagegen geht. Und dann ein Tambourin. Das kennen wir von Prince of Bel-Air. Hier ein paar Toms. Immer so ein bisschen nur. Kleine Fills. Und jetzt achtet mal drauf. Mit Kopfhörern hört man es jetzt besonders gut. Da ist so ein Moom immer. Und da ist ja noch gar nicht alles drin. Hier ist das Wichtigste übrigens. Dieser Snare Groove, der die ganze Zeit durchgeht. Claps auch. Mit der Snare zusammen. Das Allerwichtigste, diese Smash-Snare. Eigentlich wollte ich sie Michael Jackson-Snare nennen, aber passt mal auf. Dann habe ich noch eine Triangel hinten dran gepackt, um das so ein bisschen, um diese Transition so zu. Der Übergang von dem einen Teil in den nächsten. Genau. Und sehr, sehr selten werden Crashbacken benutzt. In diesem Fall nicht. Now give me some bass! Ja, der Bass ist sehr rudimentär. Der geht über so eine 2-5-1-Verbindung eigentlich drüber. Also Stufe 2, 5, Stufe 1. Das kennt man aus dem Jazz. Zusammen mit den Drums sehr groovy. Mm. Ha!
Klingeling, herein. What about the keys? Auch wieder DX7 mit so einem Orgel-Sound und es gibt Strings und natürlich diesen Orchester-Hit, der da nicht fehlen darf. Und das war's auch schon an den Keyboards. Dann haben wir hier die Strings, die machen auch was sehr Interessantes. Alles auch sehr, sehr jazzige Voicings. Dann kommen hier diese Orchestral-Hits dazu mit den Strings. Auch ganz wichtig. Zusammen mit dem Groove. Und alles ist so gegenläufig. Alles ist so verschachtelt ineinander, dass es aber perfekt auch ineinander greift. Beim New Jack Swing, da muss auch viel, viel abgehen. Das heißt, in jeder 16. Lücke ist irgendwas drin. Dieser Swing-Amount ist essentiell. Ich zeige nochmal kurz an dem Drum-Ordner, wo alles praktisch schon quantisiert ist, was das ausmacht. Da wäre es nämlich einfach nur, ich hoffe es klappt. Irgendwie total ungeil. Aber sobald der Swing-Amount reinkommt, oh, sofort ist es geil. Ich liebe das. Let's swing the guitar. Die erinnert vielleicht ein bisschen an Herrn Jackson. Und wieder rein. Hier eine kleine Finesse, weil bei Bruno Mars gibt es so Woodblocks. Ich habe hier auch welche eingespielt. We're out here dripping in finesse. Den anderen Keyboard-Track, den habt ihr doch bestimmt schon gesehen hier. Das sind die, so ein Crystal Rhodes, irgendwie so ein altes Vintage-Keyboard aus den 80ern, glaube ich. Das spielt auch nur Akzente, ganz wenig, nur um diese Glockigkeit noch oben also im Top-End dicht zu machen. Kamerawechsel. Well, let me hear you rap. Ich habe für den Song und speziell die Vocals natürlich ein bisschen Hilfe geholt von der sehr charmanten und äußerst begabten Lucy Fischer von Lilly Rubin. Wir sind weder verwandt noch verschwägert, als wenn das irgendwie relevant wäre. Zusammen haben wir einen Text geschrieben, wo natürlich c'est bon drin vorkommt und den dann auch eingesungen. Hier lebst du auf Fragen, kann mich nicht konzentrieren, so cremig und nass, so unkompliziert. Ich fühl deine Vibes, wenn ich dich ansehe, du machst mich so an, kann dir nicht widerstehen. Yo, juicy und curvy. Wow, ich wär instant 30, sie sagen, Liebe geht durch den Magen. They're goddamn right. So groovy. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt hier bei dieser Episode und könnt mit New Jack Swing ein bisschen mehr was anfangen oder habt dieses Genre vielleicht gerade erst für euch entdeckt. Also dann viel Spaß dabei. Vielen Dank nochmal an Geramon für die Unterstützung dieses Videos. Es gibt übrigens ein Gewinnspiel. Da kann man sehr, sehr schöne Preise gewinnen, wie ich finde. Sie sind wirklich sehr, sehr cool. Dabei geht es um euren persönlichen C'est bon-Moment. Das ist völlig egal, ob das mit Lebensmitteln ist oder ohne. Meiner ist auf jeden Fall, wenn ich versinke im Klavierspielen oder Gitarre, Bass. Folgt mir und Geramon dafür auf Instagram. Und checkt auch mal den Link in der Videobeschreibung ab. Da sind ja alles verlinkt, wie immer. Und liked dieses Video. Es ist immer sehr hilfreich, wenn ihr das tut. Abonniert diesen Kanal und macht das Glöckchen auch an. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann müsst ihr das nicht selber suchen. Und as always, thanks for watching. Ich wollte das schon immer mal sagen.